Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Captain Toad Treasure Tracker. Und nach der Floßfahrt am Bergpass, die wir wunderbar überstanden haben, geht's jetzt weiter mit hin und her auf der Rampenwand. Wobei, vorher will ich eigentlich mal nachgucken, wie sieht's eigentlich so mit unserem Kronenstempel aus? Da habe ich eigentlich so ziemlich alles. Außer natürlich die Sachen, wo ich Münzen sammeln muss. Darauf habe ich noch immer nicht so wirklich Bock. Aber sonst sieht's eigentlich ganz gut aus. Gut, gut, gut. Dann kann's weitergehen. So, jetzt gleich mal die Frage, was ist hier der Deal, hä? Ich merke schon wieder, die Rampen hier kann ich anscheinend verschieben, schätze ich mal. Ja, das geht. Okay. Gut, die muss sowieso mal rein, sonst komme ich nicht vorbei. Oh, Münzen, 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 meins, meins, meins. Okay, und jetzt muss ich wieder raus. Mhm, mhm, mhm. Ja, gehen wir einfach mal hier weiter. Okay, da sehe ich schon mal den ersten Rubin. Nicht Rubin. Rubine sind rot, oder? Glaube ich jetzt. Egal. Da hinten ist Nummer 2. Frage ist halt, wo ist Nummer 3? Moment mal, wenn ich hier mal die Rampe hier... da gibt es zumindest einen Durchgang. Ich stelle jetzt ebenfalls mal diese Rampe hier in den Weg. Damit mir die bescheuerten Raketen nicht am Sack gehen. Jetzt muss aber trotzdem diese Rampe hier weg. Jetzt komme ich aber irgendwie nicht zu den Diamanten da hinten. Egal, ich hole mir mal das hier. Ein Pilz, okay. Das hier bringt mir aber auch nicht viel, hä? Da komme ich nur wieder dahin, wo ich sowieso schon war. Das ist nicht so. Hupsala, wo bin ich? Da bin ich. Dann stelle ich mich jetzt mal hier hin. Mach das hier weg. Okay, das muss ich jetzt irgendwie schnell machen. Blum, blum. Meins, meins, meins. So, okay. Alles cool. Alles easy. So, jetzt das hier raus. Dann gehen wir hier mal eine Etage nach oben. Fahren wir einfach mal mit. So. Die wäre aber schon der Weg zum Stern. Wobei, ich könnte mir hier gleich mal... ich schätze mal, das hier wird der dritte sein. Ja, sehr schön. Jetzt muss ich nur noch irgendwie eine Etage nach unten kommen. Moment mal. Auch irgendwie gerade nicht so geil. So, hier entlang, da rein. Und rüber. Genau so geht das. So, jetzt aber, Moment, das hier muss wieder weg. Jetzt muss es wieder her. Du sollst her. So, geht doch. Und rüber. Das hier auch noch. So, jetzt komme ich zum Stern. Jetzt muss ich nur warten, bis die sich mal verpieseln. Und dann haben wir auch schon den Stern. Sehr schön. Und ich wette mal, die extra Aufgabe wird wieder sein, nur so und so oft antippen. Ja, Tippsteine nur viermal berühren. Okay. Was gibt's jetzt Neues? Wenig Licht und viele Geister. Klingt wunderbar, aber vorher versuchen wir das ja nochmal. Mit nur viermal berühren. Hatten wir das nicht schon mal? Genau dieselbe Aufgabenstellung. So, ich darf es nur viermal berühren. Dann komme ich hier so vorbei? Ja, komme ich. Sehr schön. Da spare ich mir schon mal einmal. Gut, 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 gut. So, jetzt muss ich... hier muss ich jetzt aber wechseln. Da muss das hier... hier hin. Das hier muss rein. Jetzt haben wir zweimal gedrückt. Hier komme ich nicht vorbei. Ja, den Pilz nehme ich mir mal wieder mit. Aber ich brauche eigentlich gar nicht mehr. Dann ist das hier jetzt Nummer 3. Und auch einmal muss ich noch drücken. Aber es reicht, das war dann Nummer 4. So, wir warten mal wieder die Raketen ab. Und go, 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 go. So, damit sollte die Zusatzaufgabe auch erledigt sein.
War ja jetzt ganz easy eigentlich. Yay, ein Krönchen. Sehr schön. So, dann jetzt weiter. Wenig Licht und viele Geister. Klingt gruselig. Here I go. Oh Mann, da ist aber echt mal wenig Licht. Was hast du für mich? Oh, danke schön. Aber echt mal, man sieht hier gar nichts. Aber ich sehe zumindest schon mal einen von den Diamanten. Oh, du Gott. Ja, das Gute ist, ich kann die Typen zumindest auflösen mit meiner treuen Taschenlampe. Heißt also, die sind nicht so das Mega-Problem. Wenn ich mir nur genügend Zeit dabei lasse und das nicht so sehr stresse. Oh, Münzen! So, okay, okay. Hier hätten wir mal einen Durchgang. Hier aber auch. Komm ich eine Etage höher? Oh, nice. So. Moment mal, ich gehe jetzt nochmal nach unten. Ich weiß jetzt, hier ist noch der eine Durchgang. Hier war sonst nichts mehr, glaube ich. Nö, nö, nö. Nö. Gut. Dann gehen wir mal hier durch. Hier haben wir die Leiter. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Hm. Ach, da oben ist der dritte Diamant. Okay. Ich habe mich schon gefragt, wo zur Hölle ist denn der mal wieder? Oh, ja. Okay, gut. Ich dachte, das sind Geister, die auf mich losgehen. Mal durch. Auflösen funktioniert bei denen nicht so wirklich, wenn sie sich die ganze Zeit bewegen. So, hier drehen wir jetzt mal noch gar nichts. Ich gucke mich vorher mal um. Okay, da ist... Geht's jetzt... Oh! Nicht cool, Leute. Toll, da kommt einer von hinten. Jetzt verschwinden sie wieder. Ey! Das geht sich aber nicht aus. Mach Puff. Ja, mach Puff. Sehr schön. Oh, das war mal arschknapp, muss man sagen. So, aber wir haben alle drei Diamanten. Jetzt muss ich nur noch meinen Weg zum Stern finden. Ich schätze mal, dazu muss ich hier irgendwie mal drehen. Moment mal, ich möchte mich gerne anders hinstellen, sodass ich das hier sehe. Okay, das bringt mir mal alles gar nichts, da ich nicht mehr rüberkomme. Aber so geht's. So ist es richtig. So, nur pop und pop und ja, klar, ey. Löst dich auf. Ah! Das war jetzt nochmal schweineknapp, hä? Verdammte Geister. Ja, den Pilz habe ich ja eingesammelt. Der war gleich am Start. Das war jetzt nicht so kompliziert. Na gut, aber wenn man sich nicht umdreht, dann übersieht man es leicht. Noch ein Tipp für findige Abenteurer. Drücke B, um zum Titelbildschirm zurückzukehren. Ja, schön. Vielleicht versteckt sich ein Schatz, den du nicht gefunden hast. Das glaube ich nicht. Denn ich bin so wahnsinnig gründlich, dass das rein theoretisch gar nicht möglich ist. Egal. Wir gehen jetzt mal zu Dragadons Rache. Dragadon? Oh, das ist er wieder. Na gut. Dann gucken wir mal, ob er diesmal dazugelernt hat. Oh, was haben wir da hinten? Oh, da kommt er schon. Da kommt er schon. Oh mein Gott. So, ich muss jetzt gleich mal hier nach unten durch. Meins. So, mach Pustekuchen. Okay, jetzt schnell, 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 schnell. Oh, oh, schnell drehen. Oh. Uiuiui. Okay, ich warte sicherheitshalber nochmal ab. Ich habe da hinten eine Münze vergessen, fällt mir gerade auf. Meins, meins, meins.
Oh, ich glaube, jetzt bin ich nicht schnell genug. Oh, zurück, 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 zurück. Hui. Okay, okay, okay. Oh, fuck, da muss ich wieder pusten. Gar nicht cool. Okay, dann mal. Das war zu hoch. Ich möchte hier gerne die eine Etage hier noch nach unten. Da gibt es doch sicherlich irgendwas. Na, vorher muss ich mich ein bisschen verstecken. Ich hoffe mal, hier trifft er mich nicht. Nein, tut er nicht. Gib her, mein Diamant. Sehr schön. Okay, und nochmal. Holy moly. Oh, oh. Für was puste ich denn, wenn du nichts machst? Ah, shit, ey. Na, komm schon. Ich hoffe mal, dass die Lava nicht noch weiter steigt. Oh, 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 oh. Heilige Scheiße, war das knapp. Frage ist jetzt, wie kann ich ein... Ach, das dreht sich so mit. Okay. Ho, ho, ho. Oh, oh. Okay, da kann ich einmal... Oh, da hinten sehe ich den letzten Diamanten. Wie komme ich denn da hin? Okay, da muss ich den Weg nach hinten nehmen. Oh, 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 oh. Hey, jetzt nicht da die Lava hinmachen. Was soll denn das? Hey! Jetzt komme ich nicht mehr nach unten. Was ist denn das? Das ist aber fies. Wäre ich hier nach unten gekommen? Hey, kann ich nicht mehr pusten, toll. Scheiße. Ich glaube, ich hätte echt den Aufzug benutzen müssen. Shit, ey. Nach oben. Ah, fucking Lava. So, gib mir bitte einen Pilz. Nein, es ist kein Pilz, es sind Münzen. Naja. So, hier bin ich ja theoretisch geschützt. Und... Oh, 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 holy shit. Ja, Mann, jetzt muss ich wieder pusten. Und schnell zurück, 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 zurück. Und nach oben. Nimm den Stern, Toadette. Oh. Naja. Kannst du dir wenigstens ein schönes heißes Bad gönnen? Und da ist mein Stern! Woo! Jetzt muss ich aber den Level trotzdem nochmal wiederholen. Ich habe ja immerhin den einen Diamanten übersehen. Meep. Und keinen Schaden erlitten. Das habe ich natürlich auch nicht geschafft. Okay, okay, okay. Gut. Gut, gut, gut. So, wir versuchen das jetzt aber nochmal. Ich will den verdammten Diamanten haben. Und los geht's. So, die anderen beiden kann ich mir jetzt eigentlich sparen. Kann ich gleich mal mit Vollgas Richtung dritten Diamanten laufen. Natürlich nur, wenn er gerade nicht Feuerbälle schießt. Und schnell, schnell, schnell. Drehen, 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 drehen. So, scheiß auf Münzen. Brauche ich nicht. Und Entdeckung. Na gut, die nehmen wir halt mit. Man kann auch nur schwer widerstehen. Ne? Und. Für was puste ich denn? Nochmal. Entdeckung. Holy moly. Und so, jetzt drehen wir nochmal. Und jetzt geht's nach oben. So, und hier muss ich jetzt ja nach unten fahren. Ah, fucking Lava. So, zurzeit ist noch alles cool. Oh, oh.
Okay, so funktioniert das. Alles klar. Sehr nice. So, jetzt muss ich nur noch darauf achten, dass ich keinen Schaden bekomme. So, hier kann ich eigentlich gleich drauf. Dann geht's nach oben. So, wir warten ab. Und los, 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 los. Und... Scheiße, das ist nicht den kompletten Weg gefahren. Oh. Mann, ey. Oh, das ist jetzt aber mal ärgerlich. Na gut, dann nochmal. Und... Man muss aber echt mal sagen, der Kampf ist mega stressig. Mütze! Und rein da. Und... Normal. So, jetzt bin ich wieder sicher. Und schnell. Ja, sehr schön. Oh, da kommt Lava. Okay, der zählt schon. Alles cool. Na gut, kann aber auch nicht schaden, wenn ich ihn mir noch mal ein zweites Mal hole. Muss ich noch hier wieder warten, bis es weg ist. So, alles cool, alles cool, alles cool. So, verschwinde Lava, geht doch. So, jetzt kommt ja das wieder, jetzt aber aufpassen. Oh shit, nein. Ach, da kann ich mich jetzt schon in die Lava stürzen. Wie habe ich das beim ersten Mal gemacht? Da ging es doch auch. Mit einmal pusten. Ich habe einfach nicht die Ausdauer für sowas anscheinend. Mann, ey. Na gut, einmal versuchen wir es noch. Sonst verschieben wir die ganze Sache einfach mal auf später. Jetzt wäre ich fast reingelaufen. Oh, 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 oh. Nö, das wird nichts. Und... So, okay. Bis jetzt sieht ja noch alles ganz gut aus. Na komm schon, mach. Und. So, den Diamanten haben wir ja jetzt. Kann ich auch gleich hier hingehen. Okay, 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 okay. Ach, jetzt liegt da wieder die Lava. Komm schon, geh weg. Ja, geht doch. So, jetzt muss ich aber mal wirklich anständig pusten, ey. So, es geht doch. Oh, 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 oh. Meine Fresse, ey. So, warten wir nochmal ab. Und zurück, 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 zurück. Ja, sehr schön. Holy moly. So, jetzt soll das aber theoretisch geschafft sein. Rein theoretisch. Ja, sehr schön. Ja, zum Glück hat das jetzt nicht mehr gezählt. Sehr schön, wäre das auch erledigt. Wunderbar. Na, es geht doch, wenn man sich nur ein bisschen konzentriert. Und jetzt falle ich noch in die Lava, das wär's, hä? Oh, yeah.
Sehr schön, der Diamant und keinen Schaden erlitten. Wunderbar, wunderbar, so gefällt mir das doch. So, und dann sagen wir in der nächsten Episode Liebe wohl zur Glutspitze und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen und man sieht sich.